Und der letzte gemeldete Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Silvester Gfrerer von der ÖVP Salzburg. Liebe Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Grundlage dieses Gesetzesbeschlusses ist ja eine EU-Verordnung. Und ich denke, in Zeiten wie diesen, glaube ich, sollte man wirklich jeden Strohhalm und jede Möglichkeit nützen, die Sicherheit in Österreich zu verbessern. Mit dem heutigen Beschluss soll das Schusswaffenkennzeichnungsgesetz neu geschaffen werden und dies deshalb, um die missbräuchliche Verwendung von Waffen für kriminelle Zwecke zu bekämpfen. Die geplante Erlassung der Schusswaffenkennzeichnung mit Jahresbeginn 2021, damit die in Kraft treten kann, kommt die Bundesregierung und wir im Parlament der EU-Waffenrichtlinie und somit der Pflicht nach, Feuerwaffen, aber auch wesentliche Bestandteile davon künftig zur besseren Nachverfolgung eindeutig und umfassend zu kennzeichnen. Der Inhalt des Gesetzes: Kennzeichnungspflicht, wenn Schusswaffen oder wesentliche Bestandteile von Waffen in Österreich in Verkehr gebracht werden. Dies betrifft in erster Linie die Gewerbetreibenden, aber auch einzelne Privatpersonen. Inhalt der Kennzeichnung betreffen insbesondere Angaben zu Hersteller oder Marke, Herstellungsort, Nummer und Jahr. Das ist natürlich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein klares Bekenntnis und eine große Herausforderung für noch bessere und mehr Sicherheit für uns. Wichtig scheint mir nicht nur die Kennzeichnung der Waffen und Waffenbestandteile, sondern im Besonderen auch die Kennzeichnung der Munition. Diese Maßnahmen sollen Behörden helfen, den Besitzer der Waffe noch schneller ausfindig zu machen. Die Kennzeichnung soll im Auftrag eben des jeweiligen Besitzers von Gewerbetreibenden vorgenommen und per Verordnung festgelegt werden. Ausnahmen für die Schusswaffen für die Kennzeichnung, die vor dem 14. September 2018 im Besitz von Endverbrauchern standen, gibt es. Diese sollen keiner Kennzeichnungspflicht unterliegen. Die gleiche Ausnahme gilt auch für historische Feuerwaffen sowie Druckluft- und CO2-Waffen bis Kaliber 6 mm. Natürlich auch eine Ausnahme gibt es von der Schusswaffenkennzeichnungspflicht bei Erwerb durch Polizei, Behörden oder Streitkräfte. Dieses Bundesgesetz setzt zwingendes Unionsrecht in Bezug auf die Kennzeichnung von Schusswaffen. Die Kennzeichnungsvorgaben mit Hilfe der umfassenden Übergangsregelung praxisnah ausgestaltet, sodass der Verwaltungsaufwand gering gehalten werden kann. Im Polizeikooperationsgesetz, das auch unter diesem Punkt behandelt wird, braucht es Adaptierungen in der personellen Ausstattung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Die gesetzliche Ergänzung soll ermöglichen, das sogenannte Statuspersonal von Frontex künftig mit der Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben im österreichischen Bundesgebiet zu betrauern. Ich denke daher, insofern steht eine Zustimmung zum Schusswaffenkennzeichnungsgesetz und zum Polizeikooperationsgesetz nichts entgegen. Ich spüre oder ich vernehme, dass bei der Freiheitlichen Partei zu diesem Gesetz, zum Schusswaffenkennzeichnungsgesetz, eigentlich wirklich nachgedacht wurde, wie eine Ausrede irgendwo herbeigeführt werden kann, um nicht zuzustimmen. Das, was der Herr Kollege gesagt hat, mit den Ausnahmen oder mit diesem legalen Waffenbesitzer, die sind in nur geringem Ausmaß betroffen. Und ich glaube auch, dass alle Fraktionen die Sicherheit verbessern sollten für Österreich. Und deshalb bitte ich um die Zustimmung. Danke. Nein, er will nicht, dann müssen wir nicht.